Ey, yo Leute, was geht ab bei euch? In diesem Video will ich euch nochmal, ich glaube wir haben noch 10, 12 Tage oder so, bevor die Season endet. Auf jeden Fall haben wir nicht mehr so viel Zeit und ich dachte mir, ich gebe euch einfach nochmal für die letzten paar oder für die letzten zwei Wochen nochmal ein paar Tipps mit, wie ihr mehr aus Rankeds rausholen könnt. Und bevor ich damit anfange, Leute, kleine Frage an euch. Welche Elo seid ihr, welche Elo wart ihr in der letzten Season? Welche Elo seid ihr jetzt und wo habt ihr eigentlich euer Ziel für gesetzt? Zum Beispiel, keine Ahnung, ich war letzte Season Bronze, ich bin jetzt Silber und ich wollte eigentlich Gold machen oder irgendwie sowas. Würde mich mal interessieren, wie das da bei euch gerade aussieht. Natürlich halt auch, ob ich es auch geschafft habe. Aber Leute, dann kommen wir jetzt auch eben einmal zum Video. Ja, ich habe mir hier so eine kleine Liste gemacht. Und das erste, Leute, besonders diejenigen von euch, die sich meinen Stream in den letzten Tagen angesehen haben, meine Games enden in Minute 3. Minute 3, 4, 5 ist das Game schon zu Ende, weil irgendeiner Mental Boom geht. Die Leute sind viel toxischer als sonst. Die Leute sind einfach turbo-toxisch. Warum? Hört sich jetzt vielleicht blöd an. Ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass sie es sind. Denn man will nochmal versuchen, eine Liga zu climben. So, einfach noch die, oder keine Ahnung, man ist Platin 1, fehlt noch ein bisschen, bis Dia da ist. Man will es wirklich machen und die Teammates halten einen scheinbar auf. Egal, ob es jetzt so ist oder nicht, ne? Versteht mich jetzt da nicht falsch. Und da will man einfach noch, ne? Da rasten Leute sehr schnell aus. Lasst euch davon nicht mitziehen, ja? Diskutiert er erst gar nicht großartig rum im Chat, denn jeder ist gerade anfällig dafür. Und wie gesagt, ich kann das auch nachvollziehen. Nutzt die Mute-Funktion, wenn es sein muss. Ein wirklich sehr ernst gemeiner Tipp. Das könnt ihr so oder so schon immer nutzen, die Mute-Funktion. Aber gerade jetzt, oder gerade jetzt in den letzten paar Tagen, Wochen, würde ich das erst recht machen. Einfach nur, damit ihr euch auf euch selbst eher konzentrieren könnt und auch, dass ihr die anderen nicht damit, ich sag mal, belästigt. Ja, wobei ich nicht weiß, ob lästig das richtige Wort ist. Leute, genau deswegen, eben weil die Leute so viel toxischer sind, nicht nur eure eigenen Mates, sondern auch die Gegner, spielt mit einem Duo. Denn dadurch reduziert ihr die Chance, also es ist schon bereits immer so der Fall, ne? Aber ihr reduziert die Chance jetzt nochmal umso höher, jemanden in euer Team zu bekommen, der selbst sehr schnell tiltet. Vielleicht, wenn ihr auch generell jemand seid, der selbst schneller so ein bisschen die Kontrolle verlieren kann. Ich kenne das so, dass ein Duo meistens dabei einem selbst hilft, eben nicht toxisch zu werden. Oder halt, dass man es langsamer wird. Könnt ihr ausnutzen, Leute. Könnt ihr tatsächlich ausnutzen. Okay, Leute. Ich bemerke auch schon gerade, als ich mir hier so die Liste gemacht habe, da hat sehr viel mit Mentality zu tun, denn Punkt Nummer 3, Leute, ist es, versucht das Salz in euren Gegnern zum Kochen zu bringen. Zum Beispiel, ich habe das früher immer gemacht, so, dafür kann ich mich auch mehr oder weniger ein bisschen schämen, sage ich mal. Stellt euch vor, ihr Solo-killt euren Gegner auf der Top-Lane, ja. Warte mal, werde ich nicht sogar jetzt hier so umbringen, oder? Leute, Spoiler. Doch, so, guck hin, ich gehe hin, ich töte ihn, dive ihn und jetzt in den All-Chat schreiben, einfach nur Fragezeichen XD oder sowas. Denn nicht jeder von den Gegnern hat jetzt auf den Yasuo geachtet. Ich sag jetzt mal, nur Qiyana hat drauf geachtet, so. Das heißt, 3 von 5 würden jetzt denken, Alter, scheiße, ich habe schon wieder so ein Yasuo im Team. Und wären dann jetzt sehr anfällig auf das, was bei ihm passiert. Egal, ob ich ihn absmurfe oder nicht, er steht negativ. Und dann werden die Leute schon toxisch auf ihn. Denn der klassische, oh nein, der Yasuo, der feedet und so weiter und so fort. Versucht den Gegner dazu zu bringen, sich gegenseitig zuzuflamen. Ja, ihr könnt auch, oder zum Beispiel, ihr seid Botlaner, ihr stoppt die gegnerische Botlane durch und ihr schreibt dann einfach Better Jungler Loses. Einfach nur Better Jungler Loses. Natürlich würde ich auch zu meinem eigenen Jungler sagen, dass das nicht ernst gemeint war und so. Die würden sich alle gegenseitig vollflamen. Weil dann denkt sich eine gegnerische Jungler, Alter, sogar der Gegner sagt, dass ich gut bin und meine Botlane intet gerade komplett rein. Und dann haten die sich alle gegenseitig. Ja, weil dann sagt die Botlane, ey, du gangst doch gar nicht bei uns und bla und alles und jenes. Leute, das sind die dreckigsten Tricks, aber gehört einfach mit dazu. Okay, Season-Ende heißt auch immer eine andere wichtige Sache. Und zwar, Leute, ich weiß, man hasst es, aber man kommt leider davon nicht weg. Es ist in jedem Spiel, das ich gespielt habe, so, und es ist auch nicht nur in loweren Elos so, es ist auf jeder Elo so, das Elo-Boosting-Geschäft läuft immer. Ja, auch guck mal, Leute, ihr seht auch hier, die Qiyana schon getiltet. Sie pink-spammt den Yasuo voll, dass der Flash noch ab war. Aber ich glaube, das wäre egal gewesen. Wobei, ich hätte Skillshot treffen müssen. Ist auch egal.
Ja, Edo-Boost im Geschäft bimmelt immer gegen Season-Anfang und gegen Season-Ende. Und ihr werdet auch wahrscheinlich sehr oft gegen Smurf spielen. Und Leute, ich gebe euch jetzt einen Tipp mit. Wenn ihr gegen einen Smurf spielt, ist nichts zu machen das Schlimmste, was ihr machen könnt. Jetzt denkt euch bestimmt, hä? Will jetzt lieb, wir haben, dass ich gegen einen Smurf fighte? Digga, der ist ein Smurf, der wird mich absmurfen. Also als Smurf kann man auch immer mal ein schlechtes Game haben. Das Problem aber ist, ab dem Moment, wo ihr nichts tut, Leute, und ich weiß, es ist eklig, gegen den Smurf zu spielen, ja. Ich tue letztens on-stream auch gegen den Smurf spielen, irgendwie 80% Winrate Niederlee oder so. Wenn ihr, der Smurf, der kennt genau seine Möglichkeiten, die er hat. Als Beispiel, er weiß, okay, ich habe jetzt drei Optionen, die ich wählen kann. Wenn ihr nichts macht, Leute, würde er vielleicht nicht euch ficken, aber wird den Rest der Map ficken. Ihr lasst ihn dann, ihr seid dann doch quasi davon abhängig, dass dieser Smurf-Spieler schlecht ist. Dass er einen Fehler macht. Niemals, Leute. Weil ab dem Moment, wo er machen kann, was auch immer er möchte, hat er schon automatisch gewonnen. Ich würde tatsächlich dagegen anfighten. Lasst euch nicht davon irgendwann so Winrates oder sowas beeindrucken, Leute. Spielt so, wie ihr es immer spielt und gebt euer Bestes. Weil dann könnt ihr sagen, okay, ich habe wenigstens versucht und ich habe es verkackt. Anstatt zu sagen, ey, ich habe nichts gemacht und dann habe ich auch verkackt. Nehmt euer Schicksal selbst in die Hand. Okay. Jetzt auch, ne, damit ihr herausfindet, wer ein Smurf ist, damit ihr herausfindet, wer ein schlechter Spieler ist, kann ich euch diese Website hier empfehlen. Ich habe hier auch mal ein Beispiel aufgemacht. Ja, ja, warum geht meine Bildschirmaufnahme nicht? Verdammt scheiße. Oh, ich hab's ausgemacht. Hier. Das hier ist porofessor.gg, meine Freunde. Ich habe mir hier einfach mal nach Scarface gesucht, weil der Einzige, der gerade online war und im Game war. Denn hier könnt ihr sehen, geht halt nur, wenn ihr in-game seid, am Aufwachen. Der Rakan spielt sein erstes Game am Tag. Ja, oder der Echo. Sein Main wurde weggepickt. Oder aber hier, Phil. Der Pike ist wahrscheinlich Phil und er ist schlecht gegen Rakan. Und sein Main hier wurde auch gebannt. Da könnt ihr direkt sehen, welchen Gegner ihr einfach mal komplett von hinten durchnudeln solltet. Oder am Aufwachen. Oder schlechte Laune. So, der Spieler hat gerade ein Spiel verloren. Bam, Alter, Leute. Todcampen. So, wenn ich mir das anschaue, im blauen Team würde ich halt die Fiora bearbeiten. So, er hat halt schlechte Laune. So, also würde ich jetzt persönlich sagen. Oder halt den Echo. Einen von den beiden. Und im roten Team, Leute, ich würde Botlane bearbeiten. Er ist schlecht gegen Rakan. Sein Main wurde gebannt. Er ist ein verletzlicher Laner. Hier auch verletzbarer Laner. Bam, Leute. Easy. Solche Seiten sind manchmal echt toxic, fällt mir auf. So, das ist so gezieltes Mobbing, sage ich jetzt mal einfach. Nutzt das aus. Ja, nutzt das aus. Oh, scheiße, meine Nase juckt. So. Oh, ja. Probiert bitte keine neue Scheiße aus. Also, im Sinne von, so, wenn ihr generell jemand seid, der eher auf Roaming spielt, dann bleibt bitte auch dabei. Ich würde nicht mehr zu Season-Ende großartig meinen Playstyle ändern. Wenn ihr neue Champions spielen wollt, die zu eurem Playstyle passen, ist das eine Sache. Sowas kann man machen. Denn, würde ich sagen, aber dann halt auch nur relativ leichtere Champions. Ja, sowas wie, keine Ahnung. So, wenn du jemand bist, der eh gerne Power farmt, Digga, Leute, Hackerim. Ich persönlich würde sagen, spiel Hackerim Jungle. Ja, oder wenn ihr sagt, yo, ich bin jemand, der gerne burstet. So, yo, Leute, spielt Annie. Annie Mitte. Annie Mitte ist voll gut. By the way. Aber probiert keine großartig neue Scheiße aus. Vor allem, ihr seid generell jemand, der viel roam geht. Und jetzt wollt ihr darauf spielen, die Lane zu pressuren oder irgendwie sowas. Mit leichten Champions ist sowas natürlich immer möglich. Aber generell gesehen, jetzt neue Sachen anzufangen, wird ein bisschen dauern, bis ihr sie ein bisschen mehr. Ist einfleischen das richtige Wort? Aber bis ihr die halt ein bisschen genauer drauf habt, ja. Und jetzt der wichtigste Punkt. Es gibt welche, die chillen so Gold 1, Gold 2, Gold 3, sage ich mal. Ey Leute, spielt. Spielt Ranked. Ihr habt nichts mehr zu verlieren. Wenn die Season zu Ende geht, wird niemand sagen, Alter, der hat die Season als Gold 3 beendet oder als Gold 2. Sondern man wird sagen, ey, der hat die Season als Gold beendet. Der hat die Season als Gold beendet, Leute, so. Juckt keine Sau. Spielt einfach. Gerade wenn ihr so Gold 1, Gold 2 seid oder halt Platin 1, Platin 2 oder so. Und ihr denkt, nee, Mann, ich tue mir das nicht an. Was habt ihr schon zu verlieren? Nutzt doch euer Polster einfach noch komplett aus. Ey, vielleicht habt ihr eine fette Winning Streak und kommt vielleicht noch hoch. Vielleicht habt ihr ja den Smurf in eurem Team, der gerade am Edo boosten ist. Und er wird euch hoch carryen.
Für ein Game zumindest. Ja, oder wenn ihr Glück habt für zwei, wenn ihr zwei Games in Folge bekommt. Würde ich tatsächlich komplett ausnutzen. Denn vielleicht werdet ihr es bereuen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht spielt ihr auch Kale Jungle. Was irgendwie nicht ganz so gut funktioniert. Aber ja, Leute. Das hier war's mit meinen Punkten, die ich aufgeschrieben habe. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, die ihr andere mitgeben wollt, könnt ihr es gerne in die Kommentare reinschreiben. Aber ich denke mal, wir haben hier alles Wichtige wegbekommen. Ich werde mich auch darum kümmern, dass die Liste mit den Champions, die ich empfehle, um Elo zu machen, dann auch nochmal die Tage rauskommt. Und ja, Leute, ne, ich bin dann auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.